Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Vorlesung Algorithmen 2. Wir haben beim letzten Mal wiederum fortgeschrittene Datenstrukturen im Endeffekt gemacht und eine Average-Case-Analyse. Zunächst haben wir angefangen mit Fibonacci-Heaps. Da war eine nicht triviale amortisierte Analyse. Deshalb wollte ich kurz wiederholen, wie das ging. Also zur Erinnerung, Fibonacci-Heaps waren eine etwas geordnetere Form der Verwendung von Wäldern hiebgeordneter Bäume, verglichen mit den Pairing-Heaps. Und das Besondere war, dass wir Vereinigungen nach Rang machen und Knoten markieren, die ein Kind verloren haben, und dann Knoten, die zwei Kinder verloren haben, werden rausgeschnitten. Ja, und warum haben wir so was Komisches gemacht? Das kam dann in der Analyse raus. Also Union by Rank kann man irgendwie effizient implementieren. Laufzeit von einem Delete-Min wird dadurch sowas wie der maximale Rang eines Baumes. Und das wird auch dadurch unterstützt, dass es von jedem Rang nur einen Baum geben kann nach einem Delete-Min. Woher können es mehr sein? Da zahlt die Amortisierung dafür. Also wir statten bei jeder Insert-Operation müssen wir sozusagen einen Token bezahlen, das für diese Unions bezahlt. Die Bäume, die dadurch entstehen, haben, wenn wir keine Cuts hätten, wären das Binomial Trees. Die haben die Eigenschaft, dass ein Baum mit Rang K genau 2 hoch K Kinder hat oder genau Größe 2 hoch K hat. Durch diese Cuts wird das weniger, aber der Trick war, dass die kaskadierenden Schnitte dafür sorgen, dass es nicht viel weniger wird, dass nämlich ein Baum mit Rang K jetzt nicht mehr 2 hoch K groß ist, sondern goldener Schnitt hoch K. Ja, das haben wir gezeigt. Und dann war es halt noch so, dass wir diese kaskadierenden Schnitte, damit wir für die aufeinanderfolgenden Schnitte bezahlen können, mussten die Kris-Key-Operation 4 von diesen Tokens bezahlen. Und das war dann wieder eine relativ standard amortisierte Analyse. Das soll jetzt an dieser Stelle genügen. Dann haben wir kürzeste Wege angefangen. Und dort habe ich erstmal wiederholt, wie Dijkstras Algorithmus geht. Das ist nicht so spannend, warum Fibonacci-Heaps da nützlich sind. Das ist so ein kleines Korollar, nicht so spannend. Sondern das Hauptergebnis, das wir da zu kürzesten Wegen zunächst hatten, war eine Average-Case-Analyse, die sich anschaut, wie viele Decrease-Key-Operationen brauche ich überhaupt. Und zwar für ein Modell, bei dem wir annehmen, dass die für jeden Knoten die eingehenden Kanten ihre Kantengewichte in zufälliger Reihenfolge kriegt. Ja? Und dann konnten wir zeigen, dass die erwartete die Anzahl der Kris-Key-Operationen sowas ist wie n mal log m durch n, also Anzahl Kanten durch Anzahl Knoten. Und wir konnten das im Wesentlichen, die Analyse funktionierte so, dass wir das abgeschätzt haben durch die Anzahl Präfix-Minima einer zufälligen Folge von Elementen. Und das ist eine Standardsache, die in der Informatik immer wieder vorkommt. Da kann man zeigen, dass das die harmonische Zahl ist. Und dann kam ein anderes Standardargument in der Analyse, das man eben auch immer wieder für die Algorithmenanalyse braucht, sondern nämlich gesagt haben, naja, also wir wollen jetzt irgendwie so eine komplizierte Formel abschätzen, wie Summe über alle Knoten, Logarithmus der Eingangsgrade der Knoten. Die Logarithmusfunktion ist aber konkav. Und das führt dazu, dass diese Summe maximal ist bei gegebener Gesamtzahl von Eingangsgraden, wenn die Eingangsgrade alle gleich groß sind. Und dann wurde plötzlich aus dieser komplizierten eingabeabhängigen Summenformel, also die von der ganzen Graphstruktur abhängt oder seiner Gradsequenz genauer gesagt, wurde plötzlich etwas, was nur noch von der Anzahl Kanten und Knoten abhängt. Nämlich dieses n ln m over m durch n. Das Minima. Genau, und dann haben wir schon wieder Prioritätslisten angeschaut, aber jetzt sozusagen die Vereinigung der beiden Sachen. Prioritätslisten, kürzeste Wegeprobleme und aha, was passiert jetzt? Jetzt können wir zusätzliche Annahmen machen, nämlich monotone Prioritätslisten. Und auch das
ist wieder eine Standardtechnik der Algorithmik. Ja? Ich schaue mir eine Datenstruktur oder ein Unterprogramm an im Kontext einer spezielleren Aufgabe und gucke mir dann an, okay, brauche ich die jetzt in ihrer vollen Generalität und kann ich einen Profit daraus ziehen, dass es in gewisser Weise ein Spezialfall des allgemeinen Falls ist. Und das war in diesem Fall zwei Dinge zusammen, nämlich Monotonizität, das heißt, das Minimum der Queue wächst monoton, und andererseits wollten wir ausnutzen, dass die Prioritäten ganzzahlig sind. Da haben wir uns mal angeguckt, was ist denn die Menge der Schlüssel in dieser Prioritätsliste, und da stellt sich raus, also bei Dijkstras Algorithmus ist das so, das ist so ein Fenster der Breite, maximales Kantengewicht, das immer weiter nach außen wächst, weil der Algorithmus so ist, der hat diesen blauen Bereich, in dem Knoten sind, deren Gewicht festgelegt ist, die auch nicht mehr in der Queue sind, weil sie bereits gescannt wurden. Dann gibt es ganz viele vielleicht, die noch gar nicht entdeckt wurden. Und nur dieser rote Bereich, dessen Schlüssel im Bereich D-Stern bis D-Stern plus C ist. Ich habe heute Morgen die Notation ein bisschen geändert, weil dieses Min fand ich ein bisschen hässlich. Schreibe stattdessen D-Stern. Genau, also wir haben sozusagen dieses Fenster, das diesen Annulus, diesen Kreisring um das Suchzentrum herum beschreibt. Und das müssen wir in der Priority Queue effizient repräsentieren. Und dafür haben wir eine erste ganz einfache Datenstruktur uns angeschaut, ein normales Array, wo wir jetzt die Ganzzahligkeit ausnutzen, dadurch, dass wir sagen, naja, wir können mit dem Schlüssel, also mit dieser Priorität direkt ein Array adressieren, das die Einträge mit diesem Schlüssel repräsentiert. Und jedes dieser Arrays enthält einen Zeiger auf eine doppelt verkettete Liste mit diesen Einträgen. Und dann konnten wir alle benötigten Operationen implementieren. Also fürs Einfügen war das im Wesentlichen das DV, wenn DV die Entfernung des Knotens ist, den ich da einfügen will, dann ist das sowas wie BDV. Das wäre die naive Repräsentation, aber dadurch, dass wir nur dieses Fenster repräsentieren, haben wir dieses zyklische Array und dann muss man modulo C plus 1 rechnen. C war das maximale Kantengewicht. Ja? Die Kries-Key V gibt einen Zeiger auf so ein List-Item. Da das eine doppelt verkettete Liste ist, kann ich das Element dann in konstanter Zeit löschen aus dieser Liste und dann füge ich es im Endeffekt da neu ein, wo seine neue Priorität ist. Und die Delete-Min guckt sich halt das erste nicht leere Bucket an. Wenn das aktuelle Bucket leer ist, muss es halt entsprechend suchen nach dem nächsten nicht leeren Bucket. Also da wird dann das aktuelle D-Stern verwendet, wieder Modul C plus 1. Und die Gesamtzeitanalyse hat dann halt gesagt, naja, man guckt jetzt von diesem, man emuliert ja praktisch ein Array der Größe n mal c oder n mal c plus 1. Und da guckt man jeden Eintrag in diesem emulierten Array maximal einmal an, durch das Scannen bei dem Delete-Min. Alles andere hier ist konstante Zeit. Und somit kriege ich einen Algorithmus, dessen Laufzeit O von M plus N mal C ist. Oder wenn man ein bisschen genauer hinschaut, M plus die maximal auftretende Länge eines Pfades, was viel kleiner sein kann. Jetzt mal eine kleine Frage, wo Sie sich ein bisschen testen können, ob Sie aufgepasst haben. Wo kommt in dieser Datenstruktur die Monotonizität rein? Kann mir das jemand sagen? Was würde nicht mehr funktionieren, wenn die Priority Queue nicht monoton wäre? Ja, genau, also zumindest mit diesem Kreis kriegt man was, irgendwie weiß man überhaupt nicht, was da links von der von dem D-Stern steht. Aber nehmen wir mal an, wir hätten das die naive Implementierung mit dem großen Array. Wird es dann gehen oder geht noch was schief? Genau, was würde dann passieren, wenn man ein Element kleiner D-Stern einfügt? Oder dass die Kries-Key halt einen kleineren Wert da produziert? Warum wird es nie mehr rausgeholt?
Genau, also weil wir ja immer von dem D-Stern aus scannen. Ja. Hat jemand eine Idee? Es gibt tatsächlich viele Anwendungen, wo man die Bucket Queue verwendet, wo das nicht monoton ist. Dann muss man was Zusätzliches machen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Genau, also man muss das D-Stern dann updaten, wenn man irgendwie neue Schlüssel einfügt. Und es gibt tatsächlich einige Anwendungen, wo man dann, also im Allgemeinen ist das beliebig schlecht, weil dann scannt man immer wieder riesige leere Areas, ne? Aber es gibt tatsächlich Anwendungen, wo man dann irgendwie zeigen kann, dass dieses Dekrement von dem D-Stern klein ist und man dann trotzdem effizient bleibt. Nur so ein kleiner Hinweis. So, heute wollen wir was Spannenderes machen, nämlich von dem M plus N mal C auf ein M plus N mal Log C und das mit ganz wenig zusätzlichen Kosten. Ja, und das ist dann eben auch für einen viel größeren Bereich von Schlüsselwerten praktikabel. Und diese Datenstrukturen nennen sich Radix Heaps. Wir verwenden wieder Buckets, aber weniger. Nämlich nur sowas wie Log C viele oder genauer gesagt Log C abgerundet plus 2. Die werden auch komischerweise indiziert von minus 1 bis 1 plus Log C. Wir werden gleich sehen, warum. Das D-Stern ist wieder diese zuletzt aus der Queue entfernte Distanz. Und wir haben eben wieder diese Annahme, dass alle Einträge in dem Bereich D-Stern bis D-Stern plus C liegen. Der Trick ist, dass ich jetzt nicht direkt den Schlüssel verwende, um die Arrays zu indizieren, sondern ich die binäre Repräsentation der Schlüssel mit dem Stern vergleiche. Ja? Und zwar bitweise. Das heißt, unsere Queue hat dann, ja gut, also das ist jetzt einfach das Ganze in binär, ne? Wir haben also einen bestimmten Bereich von binären Schlüsseln und jetzt müssen wir uns überlegen, was genau bedeuten die Buckets? Das ist die Schlüsselidee hier. Und das ist, also dieser eine Satz hier ist das Wichtigste an der ganzen Datenstruktur. Der Rest ist fast trivial. Ja? Wir speichern einen Knoten V in Bucket BI, falls die Distanz von V und D Stern, also das aktuelle Minimum, sich zuerst an der ithen Stelle in der Binärrepräsentation unterscheiden. Also wir vergleichen die Binärrepräsentationen, gehen von links nach rechts durch, wir finden eine Anzahl gleicher Bits und dann gibt es den ersten Unterschied. Und die Position dieses ersten Unterschieds, das ist unser Bucket-Index. Ja? Und jetzt versteht man auch, warum man die Indizes 0 und minus 1 braucht. Es kann einen Unterschied an der nullten Stelle geben. Das ist einfach die am wenigsten signifikante Stelle. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Schlüssel gleich sind. Und dafür brauchen wir auch ein Bucket und das hat den Index minus 1. Ja? Und dann ist es so, der Unterschied kann auch sehr früh sein. Das ist aber dann nicht so spannend, weil dann wissen wir, der Unterschied ist groß und das müssen wir gar nicht so genau unterscheiden können. Deshalb haben wir da das Maximum k gleich 1 plus log c abgerundet und wenn man dann die Details checkt, zeigt sich, dass es genügt, alle Schlüssel mit größeren Unterschieden dann in diesen Bucket k reinzumachen. Das ist aber konzeptionell nicht so spannend. Wir können dafür jetzt auch eine Funktion einführen, die wir dann auswerten müssen. MSD, Most Significant Digit von A, B ist die Position der höchstwertigen Stelle, wo A und B sich unterscheiden. Hier sind ein paar Beispiele. Hier ist es an der dritten Stelle, an der ersten Stelle. Hier nirgendwo, dann ist es minus 1. Ich behaupte jetzt, wir können das in konstanter Zeit auswerten mit Maschinenbefehlen. Weiß jemand was dazu? Genau, also einige CPUs haben sogar diese Instruktion. Nehmen wir mal an, wir hätten die nicht. Oder ich glaube, es gibt auch einige, die das nicht haben. Kann man noch was anderes machen? Genau, aber das hätte dann Kosten, ja, Log C im Endeffekt, ne? Also wenn man dann durchscannen würde. Jetzt könnte man noch hergehen und eine binäre Suche machen, das wäre dann Log C. Hat noch jemand eine Idee, wenn das konstanter Zeit kann? Es gibt sogar zwei Antworten, die ich noch weiß. Ja. Eine Lookup-Table, genau. Beziehungsweise, wenn die zu groß ist, kann man es irgendwie stückweise in Lookup-Tables machen, ne?
zum Beispiel 16-Bitweise oder sowas. Noch eine Idee? Ja, genau, also es gibt dann auch noch alle möglichen Sachen. Was allerdings hier tatsächlich auch geht, ist Floating Point Conversion. Ja? Wir reden hier die ganze Zeit über Integers, aber wenn Sie das in eine Fließkommazahl konvertieren, dann stehen in bestimmten Bits genau der gerundete Zweierlogarithmus von der Zahl. Und das ist genau das, was wir hier suchen. Nicht bei allen Prozessoren ist eine Floating Point Conversion schnell, aber bei einigen ist das so. Ja? Also es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, diese Funktion hier auszuwerten. Und man kann sich auch überlegen, wenn man da jetzt wirklich einen Schaltkreis verbaut, ist der jetzt einfacher als zum Beispiel eine Addition oder sowas. Beziehungsweise man braucht eigentlich gar nicht diesen Schaltkreis, sondern es wurde ja schon gesagt, man macht das XOR und muss darin das Most Significant Digit bestimmen. Also eine Operation mit nur einem Operanden. Gut, genau, also die brauchen wir jetzt. Und es gibt viele Algorithmen und Datenstrukturen, die mit so dieser Art Bit-Tricks arbeiten. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Genau, unser Radix-Heap hat eine wichtige Datenstruktur-Invariante, die ich im Prinzip auch schon erklärt habe. Knoten V ist jeweils in einem Bucket I gespeichert, mit I gleich Minimum MSD von D Stern, Komma D von V, beziehungsweise K, wenn der Wert größer ist. Ja? Diese Invariante müssen wir immer aufrechterhalten. Hier ist jetzt ein Beispiel für D Stern gleich 16. 1, 0, 0, 0, 0. Dann ist Bucket minus 1 steht für den Schlüssel 16. Bucket 0 für die, die sich erst in der 0, nur in der 0. Stelle unterscheiden können. Das heißt, wir haben die Bits 1, 0, 0, 0. Und dann kann hier nur noch die 1 sein, weil es geht ja nur um Zahlen, die größer sind. Ja? Und eben außerdem anders. Und das ist dann die 1. Das heißt, das ist genau der Schlüssel 17, der in Bucket 0 steht. In Bucket 1 ja, muss hier die 1 stehen und was in Bit 0 steht, ist egal. Das sind genau die Werte 18 und 19. Bei 2 muss hier die 1 stehen und da können zwei beliebige Bits stehen. Das sind dann die Werte 20 bis 23. 3 hat diese Form, 24 bis 25. Genau, in dem Fall wird in Bucket 4 nichts gespeichert. Und das ist hier für C gleich 9. Ein größerer Unterschied kann dann gar nicht mehr auftreten. Wenn C größer wäre, könnten hier natürlich auch noch andere Werte auftreten. Genau, und so werden wir jetzt mehrere Beispiele von dieser Form sehen. Fragen dazu? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. D Stern ist gleich 11101. Das ist, glaube ich, 30. Nee, Quatsch. 29, genau. Dann ist Bucket 0 leer, weil ein Schlüssel, der sich nur im Bit 0 unterscheidet, wäre kleiner. Das kann nicht sein. Bucket 1, da muss hier eine 1 stehen. Der Least Significant Bit ist egal. Das sind die Schlüsselwerte 30 und 31. Die Buckets 2 und 3 sind wieder leer, weil Nullen dürfen ja nicht auftreten, wenn man dann kleinere Werte kriegt. Und Bucket 4 wäre dann 32 und höher. Genau, wir können jetzt mal diese Bucket Queues und die Radix Heaps vergleichen. Diese Bucket Queues haben sozusagen so eine lineare Interpretation der Schlüssel und wir machen irgendwie mit den Radix Heaps sowas wie eine diskretisierte logarithmische Repräsentation. Und das hat den Vorteil, dass wir viel weniger Buckets brauchen. Wir werden dann in den Buckets mit größerem Index immer ungenauer. Also da kommen immer mehr Schlüssel mit verschiedenen Werten rein. Aber der Trick ist, für eine Priority Queue brauchen wir das gar nicht. Ja? Das ist die zentrale Beobachtung hier. Das heißt, wir sind genau da, genau, wo wir es brauchen. Das ist halt das Spannende an dieser Radix-Heap-Datenstruktur. Fragen dazu? Dann gucken wir uns jetzt mal genauer an, einen Pseudocode für einen Delete-Min. Und das ist der interessante Teil. Die anderen Operationen sind fast genauso wie bei der Bucket-Queue, nur dass ich halt diese MSD-Berechnungen da drin habe. Ja? Also, Delete-Min, hol mir das kleinste Element aus der Queue. Wenn B minus 1 nicht leer ist, heißt das, es gibt in
B-1 halt weitere Schlüssel mit minimal Schlüssel, die den gleichen Wert hatten wie den, den ich zuletzt rausgeholt habe. Dann mache ich einfach einen Pop-Front davon. Also ich nehme ein Element aus dieser doppelt verketteten Liste raus und gebe es zurück, bin ich fertig. Der spannende Teil ist, wenn Bucket minus 1 leer ist, also so ein bisschen lazy auch hier die Datenstruktur. Jetzt hat sich das D-Stern sozusagen verändert, wenn das leer gelaufen ist, aber ich merke das noch gar nicht. Ne? Das ist dann erst bei der nächsten Operation und die muss jetzt halt das nächste nicht leere Bucket suchen. Das ist dieses I, also das kleinste J aus 0 bis K, sodass BJ ungleich 0 ist. Also nicht leer ist. So. Und jetzt suche ich mir in BI das kleinste Element, da muss ich durch diese Liste einmal durchscannen und schiebe das nach B minus 1 und ich ändere jetzt den Wert von D Stern, also dem aktuellen Minimum. So, jetzt gehe ich durch alle weiteren Elemente von BI durch. Und das ist jetzt der Trick. Ich muss mir nur BI angucken. Alle anderen Buckets sind, brauche ich nicht angucken, weil die Buckets mit kleinerem Index, das habe ich schon überprüft, die sind leer. Und bei denen mit größerem Index ändert sich nichts. Da werde ich gleich auch noch eine Folie zu zeigen, aber halbwegs intuitiv. Ja? Also ich muss jetzt nur durch die Elemente in BI iterieren und die halt neu einfügen im Prinzip. Also ich muss jetzt diesen Bucket-Index neu ausrechnen. Das ist eben dieses MSD von D Stern, D von E. Und wenn das größer als Satz K ist, setze ich einfach K. Und der Trick ist, das ist eine Indizierung eines Arrays, genau wie bei den Bucket-Queues auch. Und das Einzige, was an zusätzlichen Kosten auftritt, ist diese MSD-Berechnung. Das ist aber eine Registeroperation, die ist sehr schnell. Und eine Minimumsberechnung, die aber vermutlich in vielen Fällen immer das Gleiche rausgibt. Das ist für so Branch-Miss-Predictions interessant. Es könnte sogar sein, dass das schneller ist als eine Bucket-Queue, weil das B hier halt, dieses Array ist halt viel kleiner und das Array selber passt in den Cache. Während wenn ich so eine riesen Bucket-Queue habe, ist das vielleicht nicht der Fall. Ja? Insofern ist das sehr schnell. Genau, ich muss sozusagen das BI, und das wird dann umverteilt in die Buckets links von dem I. So, wollte ich halt jetzt nochmal ein bisschen was zu zeigen. Also warum sind die Buckets jenseits von I nicht affected? Ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Also sagen wir, D Stern ändert sich von 1000 auf 10010. Das Grüne sind hier die Bits, wo sich nichts geändert hat, also wo die gleich sind. Und jetzt guckt man sich die Queue vorher und nachher an. Bucket minus 1 stand vorher für 10000 und jetzt für 10010. Dann hier das 16, 17, das sind genau die Beispiele, die ich eben schon hatte. Und was wir halt sehen, ist, die Einträge hier bleiben unverändert. Weiß nicht, kann man, wenn man will, eine Übungsaufgabe rausmachen, das mal formal zu beweisen, aber das ist nicht so spannend. Fragen dazu? Was passiert mit Bucket BI? Wir können außerdem zeigen, dass die Elemente, die wir da aus BI rausholen, auf Buckets mit echt kleineren Indizes gehen. Ja? Das sieht man daran, das ist hier das alte D-Stern und das ist das neue D-Stern. Die haben sich an der Eaton-Stelle das erste Mal unterschieden. Wenn ich jetzt ein Element X aus dem BI habe, dann hat das eben die Form, diese Bits bleiben gleich. Das hier ist wie bei dem neuen, und zwar von 0 auf 1. Und das Einzige, wo noch was passieren kann, ist hier. Und das bedeutet dann, dass ich Bit-Positionen Unterschiede kriege in diesen Bits. Und das sind eben die Buckets mit Index kleiner i. Das ist wichtig, weil das bedeutet, dass Elemente, die hier umgeordnet werden, kontinuierlich, immer wenn sie angefasst werden, um mindestens eine Position nach links rücken. Oder in
genau, in, so wie wir die Buckets aufgemacht haben, immer weiter links, immer weiter auf das Minimum zuwandern, um mindestens einen Schritt. Ja? Und da versteckt sich jetzt wieder eine amortisierte Analyse dahinter, aber eine ganz einfache, wo wir nämlich sagen, naja, dieses Umschichten von Bucket BI, das ist natürlich etwas, was einen erheblichen Anteil der Kosten ausmacht, aber für das können wir der Insert-Operation dieses umgeschichteten Elements aufs Konto schreiben. Ja? So ein Element wird am Anfang irgendwo in die Bucket Queue, in diesen Radix-Heap eingefügt, schlimmstenfalls in Bucket K plus 1. Und jedes Mal, wenn es umgeschichtet wird, wandert es um mindestens eine Position nach links. Das heißt, insgesamt kann ein Element nur an Log C plus 1 von diesen Umschichtungsoperationen beteiligt sein. Das heißt, wenn ich dem Insert Kosten Log C aufhalse für Log C Umschichtungsoperationen, dann ist sozusagen dieses Aufräumen für das Delete Min umsonst im amortisierten Sinne. Ja? Genau, also Bucket BI finden, ist Kosten O von I und das ist kleiner gleich C wieder. Elemente aus BI verschieben hat Kosten O von Größe davon, aber das kann ich sozusagen bezahlen aus den Insert-Operationen. Das heißt, Delete Min kostet O von K und das ist Log C. Und jetzt kann ich wieder meine generische Analyse vom Dijkstra-Algorithmus machen. Die Insert-Kosten sind jetzt amortisiert O von K, die Delete-Min-Kosten sind amortisiert O von K, die Krise ist konstant. Damit ist der Aufwand von Dijkstras Algorithmus, wenn ich das alles einsetze, M plus N log C, wie ich es haben wollte. Und die konstanten Faktoren sind auch relativ klein. Ja? Fragen dazu? Also haben wir hier, wie ich finde, ein sehr schönes und auch abgesehen von einigen Index- und Fallunterscheidungsformeleien, sehr elegantes Ergebnis. Jetzt kommt, ich glaube, das erste Mal in der Vorlesung so eine Chili hier. Zusatz, das müssen Sie in der Prüfung nicht unbedingt können, aber ich denke, es ist hier eine ideale Conclusion. Also wir hatten eine schrittweise Verbesserung von kürzeste Wege-Algorithmen hier. Ne? Wir haben angefangen mit Fibonacci, mit Binary Heaps, da hatten wir M plus N in Klammern mal log N Laufzeit. Dann kamen die Fibonacci Heaps, die haben M plus N log N gesagt. Ja? Dann kam Average Case, dann kam sowas ähnliches, M plus N, log N im schlimmsten Fall. Dann kamen die Radix Heaps und diese Integer-Sachen, M plus N mal irgendwas Konstantes oder log von was Konstantem. Und jetzt machen wir O von M plus N Average Case. Ja? Nochmal eine Verbesserung. Und der Trick ist, das ist eben dann wieder diese Techniken mit Average Case Analyse und im Prinzip Radix Heaps mit einem kleinen Twist. Und den möchte ich Ihnen jetzt erklären, ohne dass Sie dann alle Details in der Prüfung brauchen. Genau, also die Annahmen sind jetzt wieder ganzzahlige Gewichte im Bereich 0 bis C und die sind außerdem zufällig, also eine etwas stärkere Annahme als die Average-Case-Analyse von dem vergleichsbasierten Algorithmus. Aber wir können nach wie vor mit beliebigen Graphen arbeiten. Also die Kantengewichte müssen jetzt uniform zufällig gewählt sein. Das ist eine etwas stärkere Annahme. Genau. Was müssen wir an unserem Algorithmus verändern? Es gibt zunächst mal eine Vorberechnung. Wir müssen für jeden Knoten das kleinste eingehende Gewicht berechnen, C in Min. Und warum ist das interessant? Die Beobachtung ist, bei Dijkstras Algorithmus war es so, wenn D von V, also die tentative Distanz, kleiner gleich diesem D Stern wird, dann wussten wir ja, oder das kleinste Element der Q wurde sozusagen, dann wussten wir, das D von V ist jetzt die kürzeste Wegedistanz. Das können wir jetzt ein bisschen verstärken, indem wir beobachten, dass es jetzt schon genügt, dass D von V kleiner gleich D Stern plus C in Min von V ist.
Der Grund ist, es kann keine Kante mehr geben, die aus einem Knoten kommt, der noch nicht gesettelt ist, der noch nicht die endgültige Distanz hat, die irgendwie eine Distanz zu unserem Knoten definiert. Und wenn man in die Analyse vom Dijkstra-Algorithmus geht, dann ist eigentlich genau das, was wir brauchen für den Beweis, dass nämlich alle Knoten, die eine eingehende Kante in V haben, die müssen ihre kürzeste Wegedistanz bereits gesetzt haben, die müssen gesettelt sein, damit auch D von V die korrekte kürzeste Wegedistanz hat. Und durch diese Vorberechnung können wir das halt jetzt an einer entscheidenden Stelle verstärken, unsere Aussage. Ja? Also wir können jetzt sozusagen ein bisschen eher sagen, dass etwas fertig ist. Ja? Und wir nutzen das jetzt im Algorithmus aus, indem wir unsere Bucket, indem wir unseren Radix-Heap erweitern um einen Zusatzbucket F, F für Finished, in die wir ungescannte Knoten reintun, von denen wir wissen, dass die Distanz bereits korrekt ist. Die können aus verschiedenen Buckets kommen, weil die vielleicht unterschiedliche Werte für C in Min haben, aber uns interessiert eigentlich gar nicht mehr, wo die in der Bucket Queue stehen. Die behandeln wir so, als wären sie in B-1. Ja? Als wären sie, hätten sie einen Minimalwert. Ja? Und also dieses F ist sowas wie eine Erweiterung von B-1 und dieser veränderte Dijkstra-Algorithmus guckt also erst, ist B-1 nicht leer? Wenn ja, holt er da was raus. Und dann guckt er, ist F nicht leer? Wenn ja, holt er da was raus. Und erst wenn die beide leer sind, holt er wieder was aus höheren Indizes, sucht dadurch die Bucket Queue. Ja? Das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als wäre das irgendwie eine inkrementelle Verbesserung. Und vermutlich ist es das im Worst Case auch. Also man könnte dann Graphen konstruieren, wo jeder Knoten irgendwie eine winzige eingehende Kante hat, die aber nie auf dem kürzesten Weg liegt oder sowas. Oder wo man den erst ganz spät findet. Und dann nützt einem das nichts. Aber wenn wir zufällige Kantengewichte haben, macht das einen sehr großen Unterschied. Und die Analyse möchte ich Ihnen jetzt vorrechnen. Die ist erstaunlich einfach, wobei man an einer Stelle einen etwas unerwarteten Twist drin hat, auf den ich nicht so gekommen wäre. Da muss man auch eine Geschichte dazu erzählen, dass diese Ergebnisse kamen raus, als ich am Max-Planck-Institut für Informatik war. Da hatte mein damaliger Doktorand, jetziger Kollege in Frankfurt, Ulrich Meyer, einen Average-Case-Linearzeit-Algorithmus gemacht, der so ähnlich ist wie das hier, aber viel weniger elegant. Ja? Dann kam der Kollege Andrew Goldberg und hat was gemacht, was ein bisschen ähnlicher ist als das, aber auch irgendwie, ja, hier ist ein neuer Algorithmus und den analysiere ich jetzt. Und dann haben irgendwie ein Jahr später Kurt Mehlhorn, Direktor da am Max-Planck-Institut, und ich angefangen, dieses Lehrbuch zu schreiben, das Sie jetzt wahrscheinlich zu sehen bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, oh, da wollen wir diesen Linearzeitergebnis da auch drin haben. Und dann hat der Kurt Mehlhorn das aufgeschrieben und am Ende war das nur noch zwei Zeilen Änderung von diesem Radix-Heap-Algorithmus. Und dann habe ich gesagt, jawohl, dann muss das auch in jede Vorlesung rein. Ja? Und so stelle ich Ihnen das jetzt vor. Also, ich nehme an, ihr braucht genau 45 Minuten, oder? Dann passt das, wenn ich das jetzt fertig mache und dann hören wir da auf. Genau. Also wir haben den Algorithmus jetzt so umgebaut, dass ein Knoten nie in ein Bucket kommt mit Index kleiner, diesem Log C in Min. Ja, was nützt uns das? Also haben wir für den jetzt die Anzahl Verschiebungen, die der erfährt, ist nicht mehr K, oder nicht mehr höchstens K, sondern höchstens K plus 1 minus Log C in Min V. Ja? Das heißt, die Gesamtkosten der Verschiebungen sind also die Summe über alle V, K minus Log C in Min von V plus 1. So, dieses plus 1 ziehe ich jetzt mal raus. Ich summiere über alle Knoten, also steht da N plus Summe V, K minus Log C in Min von V. Ja? Und das sieht irgendwie hässlich aus. Weil ja, wir haben hier eine Summe über alle Knoten und dann die Knoten machen wieder ein Minimum. Das ist irgendwie mathematisch schwer zu handeln. Und was der Kurt Mehlhorn da beobachtet hat, oder kann sein, dass das in den anderen Analysen von Meyer oder Goldberg auch schon drin war,
dass man das total grob abschätzen kann. Ja? Also was passiert hier? Wir summieren hier über Logarithmen von bestimmten ausgewählten Kantengewichten. Wir wissen nicht welche und das ist auch kompliziert welche. Wir summieren über, ja, für bestimmte Kanten berechnen wir hier dieses K minus Log Gewicht dieser Kante, nämlich genau die, die die minimalen eingehenden ist. Und was er jetzt gesagt hat, wir erhöhen diese Summe jetzt ganz gewaltig, indem wir nicht nur über eine Kante pro Knoten summieren, sondern wir summieren einfach über alle Knoten, über alle Kanten, so. Also wir schätzen das ab durch n plus Summe e k minus log Gewicht dieser Kante, ja? K minus log Gewicht der Kante, das ist gerade die Anzahl Nullen am Anfang der binären Repräsentation dieses Gewichts als K-Bit-Zahl. Und jetzt kann man halt die Average-Case-Analyse ansetzen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert i ist? Das ist gerade 2 hoch minus i. Ja? Das heißt, der Erwartungswert von diesem Ding ist die Summe i größer gleich 0, i mal 2 hoch minus i und das ist kleiner gleich 2. Das ist eine Konstante. Also der Beitrag jeder Kante zu dieser Summe hier ist höchstens 2 im Erwartungswert. Und das ist genau die Stelle, wo ich dann die Kosten pro Kante ausrechne. Das ist 2 insgesamt Laufzeit O von M plus N. Da jemand eine Frage dazu? Genau, dann würde jetzt All Pairs Shortest Path kommen, aber das ist jetzt ein guter Moment, auf die Übung umzuschalten. Und wir machen dann weitere Sachen zu kürzesten Wegen in der nächsten Woche. Vielen Dank.